Ich begrüße euch zu einem neuen Talk, einem neuen Gespräch. Ich bin Bettina Geigner und ihr wisst ja, ich mache immer ganz, ganz besondere Interviews. Interviews, die dienen der, ich sag mal, Bewusstheit, dem höheren Bewusstsein und auch dem, dass man die Themen in der Tiefe versteht, also besser mit seinem Bewusstsein in die Tiefe der Problematik eingeht, sage ich jetzt mal. Und heute mache ich jetzt ein Interview, das nicht so genau mit dem Thema Bewusstsein zu tun hat, aber vielleicht doch. Wir schauen mal. Nämlich, es geht um das Thema Schönheit. Und es gibt da ein paar einfache Methoden, Mittel, mit dem du deine Schönheit fördern kannst und schöner werden kannst und schön bleiben kannst. Und zwar aus der Reflexologie, ich muss es richtig aussprechen, Reflexologie und aus der TCM, traditionelle chinesische Medizin. Und ich habe dafür eine Expertin eingeladen, die hier bei mir ist, Andrea Wirth. Liebe Andrea, ich freue mich sehr, dass wir dieses sehr spannende Thema machen können. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Das wird jetzt viele Frauen interessieren, aber vielleicht auch die Männer, weil die Männer werden ja auch eitel. Schauen wir mal. Ja. Jetzt bist du ja Reflexologin, die sich vor allem mit, ich sag mal, gesundheitlichen Themen, mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Wie kommt es denn, dass jetzt auch Schönheit dein Thema wird? Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, hast du mich vor 3 Jahren oder 2 Jahren hast du mich schon diesbezüglich gefragt. Aha. Und natürlich, es geht alles über den Körper. Okay. Und das heißt, in meinem Job behandle ich Schwerkranke und kranke Menschen, aber ich gebe gerne auch Tipps, was man tun kann. Und die wende ich selber natürlich auch an. Kann man denn sagen, ein gesunder Körper ist auch ein schöner Körper? Ja. Kann man so sagen, Ja. Ja. ja, Das genau. siehst du auch, wenn ein Mensch sehr krank zu dir kommt, der zerfällt ja. Also du kannst ja in einem Jahr oder in Monaten einer Krankheit kannst du altern, kannst du graue Haare kriegen, kannst du Falten kriegen. Das geht sehr schnell, ja. Was würdest du denn sagen, was ist eine schöne Frau oder ein schöner Mann? Also wenn jetzt jemand die Straße entlang geht, würdest du sagen, die hat jetzt die schlank oder die ist wohlgeformt oder die hat lange Haare? Oder wann empfinden wir und wann empfindest du jemanden als schön? Für mich ist ein schöner Mensch, wenn ein Mensch strahlt. Und dann ist es egal, wie der aussieht. Und das ist so ein Grundgesetz. Das ist wirklich, das sind Menschen, die annehmen können, was ist. Menschen, die im Jetzt sind und einfach ihr Schicksal, und ich kenne niemanden, der keines hat auf diesem Planeten, also die ihr Schicksal einfach annehmen und da draus das Beste machen. Und meistens strahlen die am meisten. Und das können manchmal auch, und da staune ich sehr oft, dass ich auch krebskranke Menschen habe, die strahlen. Die sind so schön, weil sie in Frieden sind damit. Das gibt es aber selten. Und dann das Zweite natürlich, wenn ich auf den zweiten Blick gucke, und das ist das, was in der TCM natürlich unsere Hauptarbeit ist. Wir nennen es Differentialdiagnostik. Das heißt, wir schauen alle Zeichen deines Körpers natürlich zuerst mal äußerlich. Haare zum Beispiel sind ein großes Thema auch, wo wir sehen, wie geht es der Niere vor allem und wie geht es der Leber und so weiter. Wie viele Falten hat ein Mensch? Hat dieser Mensch Zellulitis? Hat er Übergewicht? Ist er eher zu dünn und so weiter? Und dann schauen wir dann individuell, was da alles ist und wo vielleicht der Fluss nicht ganz gewährleistet ist. Jetzt hast du gerade gesagt, fangen wir doch gleich mal mit einem Thema an, zum Beispiel Haare. Es ist ja ein Unterschied, ob ein Mann Haare verliert oder eine Frau Haare verliert, glaube Ja, ich. das. Und es gibt auch unterschiedliche Gründe, warum man Haare verlieren kann. Was kennst du denn für einen Tick, sage ich jetzt schon, mit dem man vielleicht mit der Reflexologie den Haarwuchs fördern kann? Also der einfachste Trick, den es gibt, das ist, wenn du deine Nägel nimmst, so, und sie aneinander reibst. Mach mal mit. Das wirst du nicht in Sekundenschnelle jetzt gleich einen Effekt spüren wie mit den anderen Punkten. Aber wenn du das dreimal täglich, ich sage immer 3 bis 5 Minuten, also das heißt schon ziemlich lange, aber wenn du einfach morgens, Mittag, abends da einige Minuten deine Nägel aneinander reibst und vielleicht auch dein Umfeld zur Verzweiflung bringst, weil es nervt, Vielleicht Zuschauer. ja genau, damit stärkst du deine Haarwurzel. Ehrlich? Ja,
Und ich habe natürlich, ich brauche diesen Trick bei meinen Patienten mit der, in der Chemotherapie, die die Haare verlieren, damit die schnell wieder wachsen. Oder sogar wir versuchen, wenn die davor schon beginnen mit dieser Massage, dass die Haare vielleicht gar nicht ausfallen während der Chemo. Und, wie, und es geht darum, dass man die Nägel aneinander reibt, nur die Nägel. Also nicht die Haut darüber. Nein, nee. Nur die Nägel. Und wie lange? Ja, so 3 bis 5 Minuten. Und mit welchem Druck? Nee, nur zart. Nur zart? Ja, das tut nicht weh. Und wieso fördert es denn die Haarwurzeln? Ja, weil es da Punkte hat, die über das Meridiansystem mit den Haarwurzeln verbunden sind. Was du auch noch tun kannst, bei uns in der chinesischen Medizin sind die Nieren, die sind die Chefs der Haare. Okay. Und anhand deiner Haare sehen wir dann, wie viel du hast, das Volumen, wie kräftig sie sind, welche Farbe sie haben. Also je dunkler, desto mehr Nierenenergie. Aha, und du. Auch, ja, die sind tatsächlich noch echt, da ist nichts gefärbt. Aber auch mit den Jahren werden die ja grau, das heißt auch deine Nierenenergie wird abnehmen. Und das Ziel in der chinesischen Medizin ist, möglichst lange dunkle Haare zu haben, dann hast du auch viel mehr Lebensenergie zur Verfügung und wirst weniger schnell krank. Das heißt, man massiert dann mit dem, mit einem Stab von dir oder mit dem Finger die Reflexpunkte an der Hand der Niere. Ja, und die Niere, die ist, eine Niere ist hier, das ist diese Vertiefung, da massierst du unten hoch, oben runter mit dem Stab oder du kannst es auch mit dem Daumen, wie du willst. Genau. An beiden Händen? An beiden Händen. Okay. Und du kannst immer tiefer gehen, weißt du? Also das erste, den ersten Durchgang machst du ganz zart und dann wirst du immer tiefer und dominanter. Das ist mal, um überhaupt die Haare zu stärken, die Wurzel zu stärken. Und dann nehmen wir noch die Leber dazu, die ist an der anderen Hand. Mhm. Die Leber ist dieses Teil hier. Auch hier wieder kannst du unten hoch massieren. Und oben runter. Hier hast du gleichzeitig auch gleich noch die Gallenblase mit. Das siehst du zum Beispiel Menschen, die Stress haben, da geht der Gallenblasenmeridian, der geht hier so durch den Kopf durch und die werden an der Schläfe zuerst grau. Ach, ja. Echt? Und dann weißt du, oh, es ist die Gallenblase, dann werden wir mehr mit der Gallenblase noch arbeiten. Oder die hier oben, interessant, die Haare verlieren oder auch, also ob Mann oder Frau ist egal, das ist dann eher die Leber. Also wir sagen in der chinesischen Medizin, das Leberblut ist zuständig für die Haarqualität. Okay, also ob du spröde Haare hast. Und wir schauen natürlich auch immer, wie verändert sich das Haar? Wie war es davor, wie war es vor einer Krankheit, danach? Was ganz lecker ist, was du tun kannst für deine Haare, ist, wenn du einen Wein nimmst, einen Rotwein, und dann Angelika-Wurzel, das kannst du in Apotheken beziehen, Dangui heißt das, chinesisch, das einlegst, einen Monat, das da drinnen lässt und dann jeden Tag so ein kleines Gläschen davon trinkst. Das ist sehr gut für Niere und Leber und deine Haare. Interessant. Ja, voilà. Ja, voilà. Mhm. Interessant. Okay, dann nächstes Thema. Wenn man älter wird, dann bekommt man ja auch Falten. Mhm. Jetzt gibt es natürlich viele Methoden. Man kann die modernen, teuren, schulmedizinischen und kosmetischen Methoden mit Botox und so, alles Mögliche kann man machen und Geld für viel tolle Sehern ausgeben. Was sagst du denn, was kann man machen gegen Falten im Gesicht zum Beispiel? Sollen wir mal hier Falten oder Stirnfalten oder Augenfalten? Mhm. Was kann man machen? Falten im Gesicht haben bei uns tatsächlich ganz viel mit dem Verdauungstrakt zu tun. Mhm. Also wir schauen, je besser, dass du verdaust und auch entgiftest und auch täglich stuhlen kannst, desto weniger Falten wirst du kriegen. Das ist mal das eine. Also das heißt, wir schauen natürlich immer auf die Ernährung, was essen wir und was tun wir, um diese Verdauungsorgane nicht zu stark zu belasten. Und was halt belastet, das kennt man, das sind Weizenzucker, Milchprodukte. Ja. Das mögen die nicht so. Mhm. Auch Rohkost ist faltenfördernd. Also das heißt, in der chinesischen Medizin wird alles gekocht oder angedünstet und dann ist es schon fast verdaut. Also dann wirst du weniger solche Zeichen im Gesicht kriegen. Das ist das Erste, ja. Und was sagst du denn
dazu, dass man praktisch jetzt pflanzliche Milch nehmen kann. Also findest du Sojamilch und Hafermilch auch so schlecht wie Kuhmilch oder ist es ein Unterschied? Ich finde prinzipiell nichts schlecht. Okay. Es kommt immer darauf an, wie viel man wovon nimmt. Ja. Also es ist auch so, dass ich auch Weizen und Zucker manchmal esse. Mhm. Nur es ist nur das Maß. Ah, ja. Und ich würde das nie abends. Also abends Weizen, Zucker und Milchprodukte, das ist tatsächlich für dein Verdauungssystem wie so ein Schlag in den Bauch. Mhm. Und dann wähle ich, zu welcher Zeit ich was essen würde. Und was ich nicht nehmen würde oder nicht nehme, ist Reis und Sojamilch. Ah, okay. Aber Hafer und Mandelmilch ginge natürlich. Wieso nicht Reis und Sojamilch? Das ist kühlend, das kühlt dein System runter. Und jetzt ich für meine Konstitution, ich bin dünn, ich habe eher kalte Hände, kalte Füße, da muss ich mich nicht noch mehr runterkühlen, auch nicht verschleimen. Okay. Und was kann man denn sonst noch gegen Falten machen, neben der Ernährung? Die Lunge ist zuständig für die Haut. Alles mit der Haut, nicht nur am Kopf, überall. Also wir mögen die Falten ja auch nicht nur am Kopf, sondern sonst mögen wir sie auch nicht so. Ja, genau. Die Lunge finden wir, das ist hier dieses Teil, wo die Finger rauswachsen, also dieser Ballen. Da startest du unterhalb vom Ballen und massierst so hoch, also vom Kleinen so hoch bis zum Zeigefinger rüber. Das sind so Punkte, die darfst du bei beiden Händen machen, weil du hast ja zwei Lungenflügel. Und jetzt ist es so, wie wenn ich es dir schenken würde. Das kann ich aber alleine auch tun. Das mache ich ganz oft auch bei Geschäftsessen und so. Da mache ich so einen Hakenfinger mit der einen Hand und gehe so unten rein und massiere mir einfach dieser Ballen, schon der untere Teil, die ganze Fläche rüber. Okay. Du kannst auch, wenn du einen Tisch hast, kannst du auch so über eine Kante oder eine Ecke diesen Bereich massieren. Also diese Stelle hier unterhalb vom Ballen bis zu den Fingern. Und hier unten fängt man an. Ja, okay. Das ist die Lunge. Also du wirst erstens mal besser atmen, aber du wirst auch deiner Haut was Gutes tun. Ja, und noch viel anderes. Also in der chinesischen Medizin ist die Lunge auch zuständig, um neue Grundenergie zu produzieren. Ah, okay. Das heißt, wenn du kraft- und saftlos bist, dann massiere dir deine Lungen. Okay. Mhm. Gibt es denn aus taoistischer Sicht noch etwas, was gegen Falten im Gesicht wirkt? Das ist natürlich jetzt speziell, aber ich bin ja hier auf einem Bewusstseinskanal. Ja, es ist, ich habe es zu Beginn schon gesagt, wenn du im Jetzt bist und annehmen kannst, was ist, wenn du jetzt einfach stabil bist und deine Probleme nicht als was Schlimmes anschaust oder auch so als etwas, was du loshaben willst, sondern sagst, okay, es könnte eine Aufgabe sein, es könnte ein Diamant da drin versteckt sein. Ich nehme den an, ich versuche den möglichst schnell zu erfassen und was daraus zu lernen. Das siehst du den Menschen an. Also die leuchten viel mehr. In meinen Ausbildungen nenne ich es jeweils, es ist die Entscheidung, wie du deinen Lebensweg gehst. Wir haben alle einen Weg und auf diesem Weg hat es Probleme, Schicksale. Es hat einfach Hindernisse. Ja. Und auf jedem, damit die Menschen das wirklich auch ganz tief verinnerlichen, nehme ich ein Wort, das vielleicht nicht so schön ist, aber ich sage immer, auf jedem Lebensweg hat es Scheißtöpfe. Also Töpfe, wo die Scheiße drin brodelt. Und die meisten Menschen, also zumindest die immer noch Opfer sind, die hüpfen mit Anlauf in diese Scheißtöpfe, sprich Probleme rein, suhlen sich und erwarten, dass andere sie dann wieder rausziehen. Ja, ja, und, genau. Und bleiben da hängen. Und da gibt es die Möglichkeit, dass das Leben dann immer nur schwierig und schwer und negativ ist. Oder du hast auch einen Lebensweg, auch mit diesen Töpfen, nur weißt du, in jedem Topf hat es einen Diamant. Genau. Und ich entscheide mich, es ist mein Leben, es ist meine Verantwortung, es ist mein Geschenk. Ich habe nur ein Leben, dieses da, jetzt. Und ich will gar nicht volle
braune Masse sein, sondern ich hole meine Gummihandschuhe. Die Lernerfahrung heraus, genau, sozusagen den Diamant. Diamanten raus. Und das siehst du den Menschen an, das macht sie schön. Das glaube ich auch. Also ich glaube, Zufriedenheit macht, dass man schön aussieht. Ja. Und ich glaube auch, wie empfindest du das? Sag mal, ich glaube, was ein Mensch denkt, das sieht man. Man sieht es. Und wenn jemand immer wiederkehrend sehr negative Gedanken hat, irgendwann sieht man das körperlich im Gesicht oder so. Bei uns oder ist überall. Es so, zuständig für das Denken ist der Magen. Man sagt dem Yi. Das Denken, also die Kraft für dein Denken, das du hast, kommt aus deinem Magenbereich. Und das ist ja Verdauungsorgan. Und die Zeichen sind dann direkt im Gesicht. Das heißt, je mehr, dass du in deinem Gedankenkarussell bist, je mehr, dass du auch so hängst in deinen Problemen und nicht rauskommst und dich kümmerst und Sorge und so in dein Leben lässt auch, das zulässt, desto mehr schwächst du wirklich deine Organe, deine Verdauungsorgane. Und diese Zeichen siehst du dann nicht nur im Gesicht. Okay. Das siehst du auch also oft beim Gewicht, weil dann hängt es halt dann an. Genau. Weil dein Magen denkt, oh, jetzt denkt die so viel, das ist wichtiger als zu Ende zu verdauen. Ah, okay, interessant. Und somit ist deine ganze Kraft im Kopf und hier unten fehlt eigentlich die Kraft. Und dann setzen die beiden, Milz und Magen gehören zusammen, setzen dann alles, was da so reinkommt, denken die, okay, ich habe jetzt nicht so viel Kraft, weil ich muss ja so viel denken, ich tue es mal in die Reserve. Die Reserve ist nie da, wo du es haben willst. Gibt es denn ein Mittel, oder eigentlich ein Mittel, was sagt denn die TCM und was sagt die Reflexologie, wenn man jetzt abnehmen möchte? Das gehört ja auch zur Schönheit. Ja, das ist genau das. Also wir tun alles, dass es dem Milz gut geht, weil die Milz ist der Chef vom Gewebe. Alles, was du anfassen kannst. Ja, das ist, und wie es sich dann anfühlt, ist es schlabberig, ist es schwammig, ist es fest oder so. Ja. Da ist die Milz. Die Milz ist die Mama. Die schaut jeder Stelle gut. Jetzt, wenn sie stark ist, das heißt, wenn du Essen nimmst, was sie gut verdauen kann, wenn du ihr die Energie nicht wegnimmst, auch mit Denken und so, dann macht sie einen guten Job. Und dann hast du, bist du so, wie dein Körper auch gedacht ist. Es gibt Menschen, die sind dünner, andere sind ein bisschen mehr, aber dann bist du deine Grundkonstitution so, wie sie gedacht ist. Wenn das nicht so ist, dann zeigt es immer auf eine Milz, die schwach ist und eine Leber, die gleichzeitig zu wenig Energie hat. Das ist immer ein Spiel zwischen Leber und Milz und da schauen wir den beiden. Die Leber bringt Bewegung, oder? Ja. Wenn du dich bewegst, dann wird auch die Milz wieder ein bisschen stärker. Und gibt es denn, wenn jetzt Zuschauer sich mit der TCM überhaupt nicht auskennen, die wissen gar nichts, TCM, interessant und so weiter, aber wie kann man denn dann die Milz stärken? Also mit welcher Ernährung, mit welchem Verhalten und mit welchen Reflexologie-Punkten sozusagen? Also was sie liebt, ist, wenn sie dreimal täglich warmes Essen kriegt. Und zwar natürlich ein bisschen nach TCM, das heißt, es ist gekocht. Rohkost mag sie überhaupt nicht, sie mag keine Milchprodukte und sie mag keinen Zucker und kein Weizen. Und dann möchte sie frühstücken. Also Frühstück darf nicht ausgelassen werden. Und wenn du zum Beispiel abends Völlerei betrieben hast, das heißt zu viel gegessen, zum Beispiel wir Schweizer, die dann Raclette oder Fondue essen, das liegt so auf. Und dann denkt man morgens, ich habe gestern zu viel gegessen, ich esse jetzt heute Morgen nichts, um das wegzuverarbeiten, mach es nicht. Mach das Gegenteil, ess möglichst viel, und damit die Milz Benzin kriegt und dann besser arbeitet. Es ist wie wenn du der Maschine einfach ein bisschen mehr die Laufzahl erhöhst. Dann arbeitet die besser und die Reserve wird abgebaut. Es hat aber noch so eine kleine Zwischenstufe, das ist wirklich ab den Wechseljahren, wenn die Hormone, also das Progesteron, also das Östrogen, plötzlich weniger werden und auch in einer Disbalance zueinander stehen, dann ist es dann nochmals eine Stufe mehr. Da müssen wir dann eine Schicht tiefer schauen, dass wir hormonell da ein bisschen noch alles herausholen können. Aber sonst, grundsätzlich, ist es nicht so schwierig, deiner Milz zu schauen. Ja.
Das Wichtigste ist eben regelmäßig essen. Warm essen. Morgens essen, warm essen und vor allem abends Brot, Käse, Fleisch und Milchprodukte wegzulassen. Okay, interessant. Und natürlich, man kann natürlich mit Reflexpunkten unterstützen. Oh, ja. Die Milz, das ist der Bereich hier, den kannst du dann mit dem Stab, kannst du den behandeln. Mhm. Und ganz tief, also das heißt, wenn du Übergewicht hast zum Beispiel oder auch Zellulitis oder solche Dinge, wo die Milz zuständig ist, da musst du ganz tief gehen und diese Knollen suchen. Das ist der Bereich. Und wir haben immer in Bezug zur Milz, dürfen wir an die Leber denken und das ist genau das Pendant dazu, also an der anderen Hand, das hier ist die Leber und die kannst du unten hoch, okay, oben runter, um wieder einen Fluss in das ganze Verdauungssystem, in deinen ganzen Körper zu bringen. Und dann auch, ich sage immer, eine Stunde pro Tag darfst du rausgehen, nicht wild bewegen, aber einfach in die Natur dich bewegen. Das hilft natürlich. Ja. Und jetzt hast du gerade das Wort gesagt, Zellulite. Was gibt es gegen Zellulite? Was kann man machen aus Sicht der TCM? Also wir würden natürlich eben der Milz schauen und dass du, da willst du auch ein schnelles Resultat. Das heißt, da würde ich empfehlen, du machst 12 Tage lang, wenn du auch ein bisschen mehr Gewicht hast, machst du 12 Tage lang eine Conchi-Kur. Da kochst du Vollkornreis im Verhältnis 1:10 mit Wasser, kochst es 6 Stunden, da siehst du kein einziges Korn mehr. Das ist so eine Pappe. Okay. Und dann isst du nur das. Du darfst so viel essen, wie du willst. Du wirst am dritten Tag vielleicht ein bisschen grantig sein, weil du entgiftest komplett. Okay. Und dann kannst du zuschauen, wie das wirklich besser wird. Und danach gibt deiner Milz nur noch das, was sie mag. Und wer jetzt noch keine Ahnung hat, was die Milz dann sonst auch nicht mag oder vor allem mag, da kannst du einfach 5 Elemente Ernährung eingeben und googeln. Und das gibt es wirklich so viele Ratschläge, die so einfach umzusetzen sind. Aber man darf es tun. Gut, und jetzt noch eine andere sehr wichtige Frage, die für die Schönheit auch sehr wichtig ist, sage ich jetzt mal. Wenn man ja älter wird, dann ist es einfach so, dass die Hormone weniger stark sind. Und natürlich, vielleicht ist man dann auch, ich sage mal jetzt, eher miese gelaunt und nicht mehr so fröhlich, fühlt sich nicht mehr so attraktiv. Was kann man denn machen, um die Hormone wieder anzuregen? Was kann man machen, ganz praktisch? Ja, also Hormone anregen, das versuchen wir schon, bevor du in die Wechseljahre kommst. Das heißt, wir lernen natürlich alle Drüsenpunkte massieren. Da gibt es so Hauptdrüsenpunkte, das sind die oberen Drüsen vor allem, die überall der Chef sind im ganzen Körper. Und das Ziel in der TCM ist, so lange wie möglich nicht in diese Menopause zu fallen. Also je länger du deine Menstruation hast, desto gesünder bist du und desto mehr Hormone hast du zur Verfügung. Wenn du aber deinen letzten Eisprung hattest, dann wirst du viel weniger, also Östrogene kannst du nur noch aus dem Fettgewebe dann nehmen. Darum nehmen viele Frauen ja auch zu in den Wechseljahren, weil der Körper, der braucht noch Östrogene. Jedes Organ hat Rezeptoren, also das sind Andockstellen, die das Östrogen annehmen und dann die Funktionalität des Organes unterstützen. Also die brauchen das. Das ist wie Nahrung für die. Ja, plötzlich ist das weg. Also macht der Körper ein bisschen mehr Fett. Und da gibt es noch die Progesterone, die werden ja auch dann aus der Follikelhülle wird das gebildet, wenn das Ei gesprungen ist. Und die fallen ja auch weg. Da ist zum Beispiel die Zufriedenheit zu Hause. Und darum sind viele Frauen dann, je weniger Hormone sie haben, werden sie grantiger, werden sie unzufriedener. Depressiv. Und so weiter, ja. Aber kann man denn jetzt direkt mit Reflexologie den Östrogen oder den Testosteron oder Progesteron-Spiegel erhöhen? Nein, du kannst einfach möglichst lange den halten. Wenn es weg ist, du hast ja als Frau hast du etwa 500 Eier, die ausreifen. Ja, wenn die weg sind, wenn
dann sind sie weg und dann wird es schwierig. Da darfst du dann vielleicht mit bioidentischen Hormonen oder so schauen. Aber das Leben wird sich komplett umstellen. Und wir schauen da dann chinesisch natürlich, das möglichst lange zu erhalten. Die wichtigsten Punkte dazu sind, also die oberste Drüse, die wir haben, ist der Hypothalamus. Das ist diese oberste Stelle beim Daumen nach dem Nagel. Am Fuß mag das niemand. Die sagen alle, oh, mein Nagel ist da irgendwie eingewachsen, das tut mir weh. Mhm. Meistens ist das aber der Punkt, der so weh tut und gar nicht ein Nagel, der eingewachsen ist. Das heißt, da kannst du kannst den Stab in eine Hand nehmen und dann diesen oberen Bereich so massieren. Das Tolle an dem Punkt ist, das ist deine hormonelle Schaltzentrale, der Hypothalamus, deine oberste Drüse, aber auch dein Gedächtnis. Also gleichzeitig kannst du auch deine Vergesslichkeit und deine Intelligenz stärken. Das ist ein toller Punkt. Der zweitwichtigste Punkt, und das ist auch ein Punkt allgemein gegen das Altern, also nicht so schnell altern, das ist ja immer unser Ziel, das ist die Epiphyse. Wenn du vom Daumen die Flucht hochgehst beim Nagel, hier oben ist die Epiphyse, und da kannst du einfach leicht so hin und her massieren. Mhm. Das ist die Drüse, die macht Melatonin, die hält dich jung, knackig, lässt dich tief schlafen und ist auch gut gegen Depressionen und frisst Krebszellen. Okay. Und die drittwichtigste Drüse, das kannst du selber auch gleich schauen, das ist da, wo der Fingerabdruck startet, also das innerste Rondell, das du da hast. Da hast du einen kleinen Kreis da drin und das ist deine Hypophyse und da kannst du hoch und runter massieren. Also es ist wirklich fast an der Stelle. Du wirst auch sehen, das tut weh. Und zwar, wenn du, je mehr du in die Wechseljahre kommst, desto mehr natürlich. Mhm. Hier. Und das ist die Drüse, die dann wirklich hormonell ganz großen Einfluss hat, weil da werden ganz viele Hormone gemacht, die dann auf deine anderen Drüsen einwirken. Und jetzt sag mal, wie lang sollte man Drüsen massieren und wie viel Wochen, bis man einen Effekt hat? Bis man es sehen kann im Blutbild? Also, wenn du schon wenig hast, ja, dann kannst du nur den Level halten. Mhm. Du kannst es nicht erhöhen, so, weil das ist auch gar nicht möglich, weil wenn wir keine Eier mehr haben, dann geht es einfach nicht mehr. Aber was ich immer tue, ist, wenn ich im Bett bin, dann mache ich 36 Mal meine Ohren, die massiere ich, mache meistens meine Milz, damit ich, dass das alles so bleibt, wie es ist. Und dann massiere ich meine Drüsen, um einfach möglichst lange jung zu bleiben. Ja, genau. Und ich glaube, man darf sich schon ein halbes Jahr Zeit lassen. Okay. Du wirst sicher schon nach einem Monat merken, du bist viel stabiler, auch mit der Psyche. Mhm. Es gibt noch mehr Drüsenpunkte. Mhm. Zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist die Schilddrüse. Mhm. Die sitzt hier unterhalb von diesem Daumengrundknochen. Hier kannst du mit dem Stab unten rein. Mhm. Und das ist ein ganz giftiger Punkt. Also ich kann mal zeigen bei dir. Und der hat auch ganz viel mit Zufriedenheit, aber mit der ist wirklich sehr giftig. Ja, genau. Auch alle Punkte sind immer doppelt, hier auch, wo du dann direkt auf den ganzen Körper auch. Das ist auch so ein Gewichtspunkt. Also wenn du Gewicht verlieren willst, noch ein Gewichtspunkt wäre die Nebenniere. Die sitzt genau mittig hier, oberhalb der Niere, und da gehst du ganz tief rein an beiden Händen. Schilddrüse, Hypophyse und Nebennieren. Das sind so die Abnehmpunkte, die wir so haben. Und jetzt mal eine ganz andere Frage, ganz pragmatisch. Jetzt angenommen, man hat salzig gegessen am Tag vorher und nicht nach TCM-Lehre, sondern man hat salzig gegessen und hat Wassereinlagerungen im Körper. Was kann man machen? Unbedingt frühstücken. Okay. Unbedingt. Also die Milz, ihre Hauptaufgabe ist, die Feuchtigkeit aus dem Körper rauszunehmen. Das will sie immer tun. Mhm. Aber wenn die kein Benzin kriegt, tut sie nichts. Das heißt, dein Wasser bleibt, egal wo es ist. Und dann gibt es aber einfache Tricks. Also zuerst mal die Milz, die hatten wir ja schon, die massierst du so. Und dann musst du
schauen, wo ist es? Also wenn jetzt zum Beispiel in den Füßen genau. Wassereinlagerungen sind, dann gehen wir in die Symmetrie. Die Füße lasse ich da unten, da die sind zu weit weg, da massiere ich nichts. Aber ich gehe an meine Hände, das ist wie die Symmetrie. Mhm. Das heißt, linke Hand gleich linker Fuß. Und du massierst mit ganz viel Druck, vielleicht ein bisschen Creme, deinen Fuß oder die Hand hoch Richtung vom richtigen Herz. Und das machst du dreimal täglich, auch etwa 5 Minuten. Ja, Wahnsinn, okay. Und du wirst sehen, das tut übrigens weh, wenn du das intensiv machst. Du kannst auch so wirklich so einzeln. Okay. Und das ist nur der Fuß. Jetzt die meisten haben auch dicke Unterschenkel. Genau. Und das wäre der Unterarm. Und du kannst den gleich noch anfügen. Das heißt, du machst so, so mit der Hand so, so eine Faust und quetscht deinen ganzen Unterarm nach hinten. Und zwar, du drehst ihn und massierst es hoch. Und du wirst sehen, also das geht viel schneller. Du wirst nach einer Woche, wirst du schon, also schon im Moment, siehst du, wie das Wasser weggeht. Also wenn Menschen bei mir in der Behandlung sind mit so Füßen, die gehen danach nach Hause und sagen, jetzt sind meine Füße, meine Schuhe zu groß. Die Füße, die toll. Schwimmen im Schuh herum. Aber wenn du selber tust, wirst du sehen, nach einer Woche wirst du sowohl an den Beinen, wie aber auch hier an den Armen viel schönere Haut und viel weniger Wassereinlagerung. Ja, toll. Und jetzt sagst du mir, wo könnte der Oberschenkel sein? Hier oben, oder? Ja, genau. Okay. Das ist dann hier. Da massierst du, das ist der Oberschenkel. Und wir hatten vorhin Zellulitis. Also wenn du jetzt die Zellulitis noch einzeln behandeln möchtest, nicht nur über die Ernährung und über dieses Entwässern, von dieser Conchi-Kur, kannst du zum Beispiel Zellulitis, wenn du das übersetzt, ist ja meistens hier im Reiterhosen-Po-Bereich und das wäre da. Ah, Das heißt, du drückst hier ganz tief rein und spürst, irgendwo tut's weh. Okay. Und das müsste dann auch die Stelle sein. Okay. Das Gleiche machst du mit Krampfadern. Genau. Wenn du zum Beispiel hier beim Oberschenkel eine Krampfader hast, dann darfst du genau die gleiche Stelle übersetzen und massierst hier ganz, ganz tief, dreimal täglich 5 Minuten. Und du siehst nach 1-2 Wochen, siehst du das Resultat. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich bin ganz platt. Also ich muss das alles ausprobieren und werde dir Bericht erstatten. Ja. Wenn jetzt jemand immer in den Drogeriemarkt geht, eine meiner Zuschauerinnen geht immer in den Drogeriemarkt und kauft sich verschiedene Glow-Produkte, also zum Beispiel Glow-Puder oder Glow-Creme und so weiter. Also will halt ein Leuchten, mehr Glow. Alle Mädels wollen immer mehr Glow. Was kann man denn machen, TCM, von der TCM her, mehr Glow? Du kannst, also Glow ist tatsächlich ein Zeichen der Gesundheit, oder? Wenn du mehr leuchtest, dann strahlst du viel mehr. Das ist bei uns Lunge. Die Lunge ist zuständig für die Haut und da darfst du die Lunge massieren und du wirst aber nicht nur Glow haben, sondern auch eine schönere Haut und ein strahlenderes Aussehen. Mehr Glow, das zeigt nur, dass man gesund ist von innen heraus. Also wenn du tatsächlich organisch ganz gesund bist, dann leuchtest du eh. Genau, so ist es. Und wenn man zufrieden ist. Ja. Ja, genau. Und wir sind natürlich eine Kultur, wo wir immer außen so was Schönes hinstellen, aber innen sieht es ja dann oft anders aus. So ist es. Ja, man kann ja auch spielen, ist ja auch okay mit Make-up. Aber die Lunge, das ist ja dann der Bereich hier. Und dann schauen wir, dass sie... Die macht ja auch neue Energie. Also je mehr Energie, dass du neu produzierst, desto mehr Kraft siehst du auch hier oben dann. Jetzt schau mal, Andrea, eine meiner Zuschauerinnen hat jetzt dieses Interview gesehen, findet es toll. Jetzt mal ganz praktisch. Zwei Fragen. Die erste ist, ich kenne mich nicht mit TCM-Ernährung aus. Wie fange ich an? Also ich habe immer europäisch gegessen, Deutsch gegessen, wie soll ich jetzt anfangen, wie soll ich es praktisch umsetzen? Zweite Frage, ich habe jetzt gehört, ich kann das massieren, kann deine Stäbe verwenden oder andere Sachen. Wie oft am Tag muss ich das machen und wie lange? Also für den Einstieg. TCM Ernährung, ganz einfach googeln. Dann weißt du schon mal. Also abends leicht, morgens richtig viel essen, am besten wirklich auch
Entweder nimmst du Proteine, da kannst du Eier speisen, solche Dinge, oder du kannst auch Brot essen, du kannst das Beste ist Porridge morgens essen mit Früchten drin und doppelt so viel, als du eigentlich möchtest. Mittag kannst du fast essen, was du willst. Einfach nicht zu viel übertreiben, wenig Milchprodukte, wenig Weizen. Und diese Fertigprodukte die und Konservierungsstoffe tun uns natürlich nicht gut. Also so wie unsere Großmütter gegessen haben, das war das schon stimmt. alles selbst aber, gekocht und so, das tut uns sehr aber gut. Aber wenn jetzt jemand anfängt, kann der dann erstmal vielleicht zur Hälfte sich nach TCM ernähren, verstehst? Der schafft es jetzt vielleicht nicht, dass er abends gar nichts mehr ist, was also sprich oder nur leicht ist. Der will halt vielleicht die Schokolade vom Fernseher noch. Aber es hilft doch schon, wenn man halb-halb macht, oder? Natürlich. Und Anfang. Ich finde auch, man soll gar nichts extrem machen. Ja. Beginnt mal mit dem Frühstück. Genau. Vielleicht mal 1, 2, 3 Monate dieses Porridge machen, ja. doppelt so viel essen und du wirst sehen, du hast gar keine Lust mehr auf Schokolade abends zum Beispiel. Ich glaube das auch. Wenn man sehr viel frühstückt, ist meine Erfahrung, dass ich viel weniger esse tagsüber, ja. weil ich so viel, ja. viel gefrühstückt habe. Genau. Und das andere jetzt nochmal zurück zu dem, wenn ich jetzt mit der Selbstmassage anfange, egal welcher Bereich jetzt, sagen wir mal von Zellulitis bis Falten, bis wie lange und wie oft, bis ich Erfolge sehe. Das kann manchmal wirklich ganz schnell passieren. Und dann kommt es darauf an, willst du das nachhaltig? Also wenn du, ich habe nie Lust so auf Zellulitis, ich glaube das ganze Leben lang nicht, also liegt es an mir, ob ich denn das 3-mal täglich anwende oder nicht. Und meiner Milz ein bisschen schaue und meinen anderen Punkten. Es liegt immer an mir. Und wir haben oft, es ist wie mit dem Fitness-Abo, oder? Wir kaufen es und dann lernst du das, aber du wendest es nicht regelmäßig an. Wichtig ist nur, nicht alles auf einmal. Genau. Mach einen Punkt, zum Beispiel mach deine Haare. Genau. Und dann siehst du den Effekt. Also ich habe tatsächlich schon, ich habe eine Patientin, die ist gekommen, die hatte schwarze Haare und so viele Haare verloren, dass ihr auf ihrem Kissen morgens waren einfach diese schwarzen Haare gelegen. Sie kommt zu mir in die Behandlung, hatte natürlich noch viele andere Krankheiten und ich habe ihr diesen Trick gegeben. Und bei der zweiten Behandlung sagt sie, und am nächsten Tag waren die Haare nicht mehr da. Ja, Wahnsinn. Toll. Also das kann wirklich von einem Tag auf den anderen, super. Aber je länger du was hast, also wenn du jetzt einfach schon seit 20 Jahren Krampfadern hast, ja dann geht das nicht in 2 Tagen natürlich weg. Und jetzt zum Beispiel die Massage von, sagen wir mal, von der Lunge, wie lange muss man das? 5 Minuten oder 3 Minuten? Nee, ich mache immer 1 Minute für mich. Und ich nehme mir auch wie so eine Tagesentscheidung oder eine Wochenentscheidung. Da denke ich so, okay, diese Woche will ich vor allem meiner Lunge schauen oder meinen Milz oder wie auch immer. Und dann immer, wenn du dran denkst. Immer, wenn man dran denkt, 1 Minute. Ja, genau. Oder du kannst irgendwie Post-its aufkleben. Ja. Immer, wenn du irgendwo in der Küche bist, oh, ich mache schnell meine Lunge und so weiter. Genau. Und dann natürlich meine Patienten oder auch meine Freunde, die haben das gelernt. Das ist ein Ablauf, den du, da hast du für eine Hand hast du 2 bis 4 Minuten, wo du jede Stelle behandelt hast. Das kannst du lernen. Und wenn du das abends tust oder morgens, dann hast du einfach schon alles erledigt. Genau. Am besten, man kauft bei dir so einen Stab. Gell, ups. Am besten, man kauft bei dir so einen Stab. Da kann man es dann am besten trainieren. Die kann man auch bei dir kaufen. Oder du nimmst eine Küchenkelle oder irgend sowas. Genau. Ich bin begeistert von deinem Stab. Ja, ich verwende ihn ja sehr gerne. Wenn jetzt jemand sich dafür interessiert und unbedingt das erlernen möchte, für sich selber, für die eigene Schönheit, muss er viel Zeit aufwenden. Wie lange dauert so ein Kurs bei dir, so eine Ausbildung? Wie teuer ist sie? Wo ist sie? Wie viele Teilnehmer? Kannst du ein bisschen beschreiben, wo man das lernen kann, die Techniken zur Schönheit? Es ist bei uns natürlich nicht nur Schönheit. Also mein Hauptgeschäft und meine Hauptpassion ist wirklich, kranken Menschen zu helfen. TCM ist immer auf das angelegt, also die alte chinesische Medizin. Die Schönheit ist eigentlich nur ein Nebenprodukt dann. Also das heißt, wenn du das anwendest, hast du dann, beginnst du auch zu leuchten und zu strahlen und einfach weniger schnell zu altern.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst in einem 3-Stunden-Kurs kannst du diese einfache Handmassage lernen, wo dann auch ein Stab dabei ist. Und da bin ich jetzt vermehrt in der Schweiz dann wieder unterwegs. Ich war jetzt viel weg in Deutschland und in Österreich. Jetzt gehe ich wieder ein bisschen mehr zurück in die Schweiz. Oder du machst die ganze 5-Tages-Ausbildung, wo du dann am Fuß, wo wir noch viel tiefer und auch ein bisschen effektiver arbeiten können als an der Hand, weil die Füße sind immer eingepackt. Ah. Die Hände sind ja immer nackt. Das heißt, die Reflexzonen sind nicht mehr ganz so empfindsam und aufnahmebereit. Das geht, aber ich muss viel tiefer rein und viel öfter massieren. Am Fuß geht es viel schneller und es ist einfacher, es ist schön sortiert. Und diese Ausbildung geht 5 Tage, wo du den gesamten Ablauf lernst und die Basis der chinesischen Medizin, damit du verstehst, die Haare haben mit dem zu tun, die Ohren haben mit dem zu tun und was auch immer. Jedes Organ hat Zuständigkeiten und danach kannst du jede Krankheit auch behandeln, nach 5 Tagen schon. Vielen, vielen Dank für diese total wichtigen, wertvollen Tipps, die ich jeden Einzelnen ausprobieren werde. Vielen, vielen Dank und das hat jetzt Spaß gemacht und bestimmt auch meinen Zuschauern. Danke dir. Ich danke dir. Liebe Zuschauer, das war doch jetzt total inspirierend und ich hoffe, ihr habt jetzt so kleine Erleuchtungsmomente erlebt, obwohl es jetzt heute um Schönheit geht und nicht um Bewusstsein, aber vielleicht auch doch, weil es ist eine einfache Methode, um schöner zu werden, was die Andrea lehrt und macht. Und ihr findet Informationen zu Andrea natürlich nach dem Video. Unter dem Video verlinke ich zu ihren Kursen. Und ihr findet auch Informationen zu mir, zu meiner Videoarbeit, zu meinen Interviews. Und ich freue mich, wenn ihr mich abonniert, denn ich mache immer echt besondere Interviews mit ganz, ganz tollen, besonderen Menschen. Und dann bis zum nächsten Interview. Bis bald, eure Bettina.